Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mal ein paar Bücher nennen und kurz vorstellen, zu denen ich sehr gerne eine Verfilmung sehen würde. Viel Spaß! Eigentlich wollte ich dieses Video schon etwas länger machen, aber irgendwie habe ich es halt nicht gemacht. Allerdings habe ich dann vor kurzem die Filme Passagier 23 und das Joshua-Profil geschaut, die auf der Grundlage der gleichnamigen Bücher von Sebastian Fitzek erschienen sind. Ja, und dann kam ich eben wieder auf die Idee zu diesem Video eben zurück, weil ich diese Filme doch ganz spannend fand. Und weil ich finde, wie gesagt, dass sich die Bücher von Sebastian Fitzek auch ziemlich gut eignen, um verfilmt zu werden, würde ich mir dahingehend auch direkt mal noch ein paar mehr Verfilmungen wünschen. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein konkretes Buch, welches ich verfilmt haben möchte, aber ich könnte mir zum Beispiel gut das Buch Die Therapie vorstellen, weil mir das Buch von Fitzeks Büchern wohl mit am besten gefallen hat. Aber da könnte ich jetzt auch genauso gut jedes andere Buch, zum Beispiel Der Heimweg oder halt auch ein nochmal anderes Buch nennen, dessen Film ich mir dann eben auch anschauen würde. Es gibt zwar insgesamt auch schon 5 verfilmte Bücher von Fitzek, aber wie gesagt, es dürften eben gerne auch noch ein paar mehr sein. Und ein weiteres Buch, das meiner Meinung nach noch verfilmt werden sollte, sind die Bücher von Karen M. McManus. Zum Beispiel könnte man da ja mal mit dem ersten Teil One of Us is Lying anfangen. Muss ich kurz selber überlegen, wie das nochmal hieß. Mir persönlich hat dieses Buch, aber eben auch die anderen Bücher aus der Reihe eben sehr gut gefallen. Und deshalb könnte ich mir eben ganz gut vorstellen, dass es verfilmt wird. Allerdings könnte es vielleicht etwas schwierig sein, das Buch so originalgetreu, sage ich jetzt mal, zu verfilmen, weil es teilweise ja von unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Orten handelt und so. Allerdings würde sich bestimmt auch dafür am Ende eine Lösung finden. Und noch ein weiteres Buch könnte ich mir sehr gut als Film vorstellen. Und zwar ein Film zu dem Buch Ein Kleid aus Seide und Stern. Wie gesagt, fände ich hier mal sehr interessant, einen Film zu sehen, gerade auch, weil man in einem Film dann auch die Kleider und auch die unterschiedlichen und durchaus interessanten Handlungsorte zeigen könnte. Ich könnte jetzt auch noch ein paar weitere Bücher nennen, aber ich muss sagen, dass mir während diesem Video hier aufgefallen ist, dass ziemlich viele Bücher auch schon verfilmt sind. Natürlich sind die meisten Bücher nicht verfilmt, keine Frage, aber ich hätte vor diesem Video wirklich gedacht, dass deutlich weniger Bücher eben verfilmt sind. Von manchen Filmen zu manchen Büchern wusste ich auch noch gar nicht, dass es die überhaupt gibt, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich eigentlich gar nicht so viele Filme schaue, sondern eben zum Beispiel eher lese. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende für dieses Video angelangt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr das nächste und weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. In der Videobeschreibung sind alle Bücher auch nochmal verlinkt. Schaut außerdem auch noch auf meiner Webseite und auf meinem Instagram-Account vorbei, diese habe ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich jetzt aber mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!